Wir schreiben den Tag 22 im Frühling. Yay. Sehen, ob ich die Teure noch beherrsche. Wie immer. Okay, ich habe nämlich gelesen, man sollte die Wahrsagerin sich ab und zu mal durchlesen. Denn wenn der Wahrsager sagt, heute ist kein guter Tag, es ist nicht sinnvoll, in die Mine zu gehen, weil dort dann die Droprate für Gems und sowas extrem weit unten ist. Und ja, deswegen ratsam, da auch mal reinzugucken. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit gewundert, für was das da ist. Deswegen habe ich mal nachgeguckt. Ich will alles mitnehmen. Mit irgendwas müssen wir erreicht werden. Weil es so einfach wäre. Brauche ich die Pastinaken noch irgendwo? Ja. Goldene. Okay, sammle ich die mal weiter. Zum Glück habe ich eine Kiste dafür. Falsche Kiste. Wir haben noch ein paar Tage im Frühling. Könnte man noch was tun? Könnten wir nochmal Pastinaken ansammeln? Wollte noch jemand Pastinaken von uns haben? Nee, die wollte Blumenkohl haben. Der will seine Axt haben, die ich noch irgendwo suchen muss. Und die anderen wollen, dass wir die Mine stürmen. Gut. Gut, gut. Erstmal hier alles gießen. Und der Katze Wasser geben. Was hier hinten war noch Blumenkohl. Ich habe schon Pläne für den Sommer. Was ich auch noch unbedingt machen muss, ist echt mal Angeln üben. Soll zwar die Hölle sein am Anfang, aber es soll sich mit der Zeit irgendwie verbessern. Ich habe doch keine Ahnung, was ich da machen soll. Wir nehmen jetzt einfach mal die Angel mit. Auch die Axt mitnehmen, falls wir irgendwie Holz finden. So. Vielleicht gehen wir nochmal bei Pierre ein bisschen Saat einkaufen. Irgendwas, was schnell wächst. Passt die Nacken halt, ne? Löwenzahn und eine Narzisse. Weil Fische müssen wir halt irgendwie. Da gibt es später irgendwie dann noch Zeug, wo wir Fische brauchen. Also muss ich mich wohl oder übel der Fischerei stellen. Yay! Boah, was eine Freude. Was, weil man. Ja, ich gieße erstmal alles. Bin schon wieder auf den Scheißkalender gekommen. Erledige 8 Kunde Schleim. Okay, den nehmen wir an, den Auftrag. Der ist ohne Zeit. Das kriege ich hin. Scheiße, es ist noch nicht um 9. Ja, was ich auch gemerkt habe, man kann hier auch draufklicken und da könnte was drin sein. Man darf sich aber nicht von den Bewohnern erwischen lassen. Weil das mögen die nicht so, wenn wir in deren Müll rumwühlen. Irgendwo ja auch verständlich. Mal sehen, ob ich das mit dem irgendwie hinkriege. Eigentlich könnte ich runter an den Strand. Das wäre viel lukrativer. Warte, müssen wir da lang. Da laufe ich immer noch. Don't blame me. Hätten wir, glaube ich, dann auch... warte, wir sind doch jetzt gerade bei Pierre vorbei. Wir haben 4000 Gold. Ich wollte mir die Rucksackerweiterung holen. Für 2000. Ich brauche mehr Inventar. Ich komme mit dem kleinen Inventar nicht so gut klar. Hallo, Pierre. Warte. Nein, den hätte ich gern. Ja. 24 Plätze. Das möchte was heißen. So, ich möchte noch 4 Tage. Ja, das andere ist wahrscheinlich nicht. 6 Tage. 6 Tage könnten wir aber auch schaffen. Ich glaube, ich nehme die Kartoffeln, aber wir brauchen Pastinaken. Wir brauchen Pastinaken, weil wir brauchen da noch so ein paar goldene. Ob ich das mit meiner Energieleiste aber vereinbaren kann, weiß ich nicht. Hi, Soldiers. Willkommen im Stream. Wie geht's, wie steht's? Ach. Wieder alles hinpflanzen. Ich wollte doch eigentlich angeln gehen. Aber gut. Die Fortune Teller, also die Wahrsager, haben ja gesagt, heute ist kein guter Tag. Das heißt, wir sollten heute auch nicht so viel machen. Weil wir werden eh kein Glück haben. Kriegen wir nur Müll- und Cola-Dosen. Am Ende. So wird's enden. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, hier hinten das zu farmen.
Ich weiß, dass die Vogelscheuchen 8 Felder behüten, quasi. Um sich drumherum jeweils, glaube ich. Aber ich bin mir da nicht so 100% sicher. I don't know. Habe ich nur mal gehört. Ja. Und ja, schon wieder am Stream? So weit war. Lange war doch der letzte Stream gar nicht her. War doch irgendwie erst um 24 Uhr oder so. Wir haben es jetzt schon wieder fast um 5 abends. Von daher. Okay, da übelst witzige Tricks in Stardew, weil ich habe mir da mal ein paar angeguckt, weil es gibt ja keine Tutorials und nichts. Klar kann man das sich selbst rausfinden, auch machen. Aber ich glaube, ich würde sowas nie rausfinden, was andere ausprobiert haben alles. Zum Beispiel, dass man pest ja eigentlich so, ab 2 Uhr wird man ja eigentlich ohnmächtig. Jetzt aber einen Trick, dass das nicht passiert. Dass du dann das noch so bis 2.30 Uhr und jetzt strecken kannst. Du musst einfach hier nur das Quest-Journal immer alle 10 Minuten... Oh, ich habe nur 2 Tage dafür. Ups. Alle 2 Minuten öffnen. Oder alle halt 10 Minuten. Also alle, sagen wir, 5 bis 10 Sekunden oder so. Dann bleibt das halt stehen. Weil in dem Journal vergeht ja keine Zeit. Und so kommt man auf über 2 Uhr morgens. Das fand ich ziemlich interessant. Ich muss hier lang. Lasst mich hier lang. Ach, Menno. Scheiß Grünzeug. Holz. Kein Holz. Was? Pfui, es stinkt. Wer hätte das gedacht? Ah. Warum ist sie verschlossen? Ich will die Kanalisation erkunden. Böser Vincent. Ich denke, Gunther hat den Schlüssel. Professor Gunther? Der Mann, der das Museum leitet? Warum denkst du, dass er ihn hat? Ich habe mal einen großen, alten, rostigen Schlüssel aus seiner Tasche fallen sehen. In einer gruseligen Kanalluke wie diese kann nur ein großer, alter, rostiger Schlüssel passen. Aha. Und da rannten die Kinder und ich wollte gar nicht hierher. Irgendetwas darin bewegt sich. Slimies. Ich habe mein Schwert vergessen. Oder eine Ratte. Ah, okay. Hier wollte ich hin. Genau. Ich muss an den Strand. Ganz galant. Wenn ich jetzt so wüsste, wo der Weg lang ist. Karte. Ja, voll falsch. Wir können auch hier angeln. Mein Gott. Wir werden es überleben. Auch wenn der Fortune-Teller gesagt hat, es wird nichts. Egal. Ich werde so versagen. Wenn denn überhaupt was kommt. Hier gibt es sogar, das ist ja auch ein Trick, dass die Zeit nicht vergeht und man länger fürs Angeln braucht. Man kann einfach hier das Hofbuch die ganze Zeit offen lassen. Und natürlich hier wild rumzuklicken. Und wenn man das dann einfach nur wieder, also wenn man das die ganze Zeit offen hat, vergeht die Zeit nicht. Aber. Ich glaube, das haben sie gepatcht. Aber wenn er nicht wäre und nicht wüsste ich. Zumindest ging das mal, dass du dann das Journal aufmachen konntest. Und ich weiß gar nicht, ob es auch mit dem Inventar ginge. Das wäre interessant zu wissen. So, da ist, ich bin zu blöd zum Angeln. Ich krieg das nie hin. Ich krieg da nie einen Fisch gefangen. Ja, Fortune Teller hatte recht. Ist halt, wenn die Wahrheitssagerin da so sagt, dass der Tag wird scheiße, dann sollte man sich mit anbauen und ein bisschen sammeln vergnügen. Ich glaube, dann kriegen wir nichts. Vor allem, wenn wir nicht am Strand sind, gibt es wahrscheinlich auch nichts. Geh mal an den Strand, vielleicht ist halt die Wahrscheinlichkeit etwas höher, dass wir da was bekommen. Damit ich nicht nur Treibholz habe.
Freue mich, wenn ich meine ersten Tiere habe. Ja, das Angeln ist Übungssache, aber naja. Ich habe eigentlich auch genügend Zeit zum Üben, ne? Ich meine, wenn die Pflanzen nur wachsen müssen. Vor allem im Winter werde ich viel Zeit haben, wenn ich nicht mich in die Mine verkrümele. Was wahrscheinlich meine Hauptaufgabe wird. Minenarbeiterin. Ja. Gibt's auch nämlich so, da sind sie. Kann man nämlich diese Würmer ausgraben, die bringen einem immer irgendwas Cooles. Ist auch nicht schlecht zu wissen. Jetzt habe ich wieder 2 Leben, das ist super. Leben nehme ich immer gern. Schade, komme ich doch bei weitem nicht hin. Bin mal gespannt. Eigentlich musst du ja wirklich nur die Maustasten drücken für das scheiß Angeln, aber ich bin sogar zu blöd dafür. Ach ja. Geh lieber mit dem Schwert in die Mine und kämpf da. Als zu angeln. Das ist so gar nicht meins. Ach, Willi. Jetzt angelt der mir die ganzen Fische weg. Es ist so dumm einfach nur. Denkst du so zwischenzeitlich? Ja. Was kriegst du hin? Den Fisch hast du. Und dann so, nein, der Fisch macht auf einmal einen Sprung. Ach ja. Ich hasse Angeln. Aber es gehört dazu. Ich habe kein Gefühl. Vor allem nicht in der Maustaste. Wie kann man denn in der Maustaste ein Gefühl haben? Das ist einfach nur eine Taste, die du drückst. Da gibt es ja nicht wirklich irgendwie Druckempfindlichkeit über einem Drawpad-Stift oder so. Und bei der Auslenkung eines Joysticks gibt es auch Empfindlichkeit. Wir üben jetzt Angeln. Fisch, komm her. Nein, nein, nein. Oh, das ist so kacke. Ich drück! Hey, der war im grünen Bereich. Der war an der Spitze meines grünen. Ach, fick dich doch. Habe ich dich gesagt. Also, ist so dumm. Angeln ist das Einzige, was ich hasse an diesem Spiel. Ich bin dafür einfach zu blöd. Leider hört man die Maus nicht mehr wegen meiner Noise Gate und so. Aber wenn man das hören würde, dann würde man hören, wie ich auf den Maus klicke. Das ist so dumm. Ich bin zu blöd dafür. Vor allem, wenn du dann wieder zu oft klickst, bist du viel zu weit drüber. Dann rutscht der wieder runter, dann hörst du auf zu klicken. Dann fällt es zu weit. Hätten die da keine andere Mechanik nehmen können? Ja, die CD ist genau so, wie ich mich fühle. Gebrochen. Ich werde nie in meinem Leben einen Fisch fangen. Nie. Einfach nie. Ich werde verhungern. Ich werde in dem Stardew Valley Leben nie einen Fisch essen. Geil, Seetang. Können wir gleich mal essen. Bis dann haben wir noch. Egal, ob ich einzeln klicke oder nicht. Geil. Ich wollte schon immer Müll haben. Müll war schon immer das, was ich schon immer haben wollte. Kann ich nicht Willi beauftragen, dass er für mich immer fischt? Dann muss ich das nicht machen. Wenn ich doch nur angeln könnte. Ich weiß nicht, wie andere das hinkriegen.
Waren es locker 20 Klicks, aber gut. Na gut, 10. Und zwar nicht schnell genug. Ich werde nie auf einen grünen Zweck mit dieser Angel kommen. Das ist doch zum Kotschen. Und es wird übelst dunkel. Naja, vielleicht müssen wir wieder Seetang. Da muss ich mich nicht anstrengen. Caught it! Das war jetzt witzig. Aber nur für mich. Wir haben zumindest 2 Leben. 2 mehr Leben ist schon schön. Wir sollten jetzt aber langsam Richtung Hof gehen. Hier lang. Habe ich verlaufen? Nö. Immer schön der Nase nach. Es können ja, also es können bei Regen ganz seltene Fische kommen, wird mir gerade geschrieben, aber das Problem ist, die seltenen Fische kriege ich ja dann erst recht nicht. Die sind da bestimmt noch krasser beim am Rumzappeln. Als die Normalos, die ich eh schon nicht krieg. Traurig, aber wahr. Leben. Ich will die irgendwie immer noch immer abbauen. I don't know why. So, ich müsste eigentlich mal noch in die Mine gehen und den Schleim besiegen. Jetzt habe ich die Quest verkackt. Ist ja süß. 600. Ich werde arm. Passt die Nacken bringen halt nicht viel. Ich hoffe, dass wir im Sommer dann richtig Kohle machen können. Ich hab mir ja schon einen Schlachtplan überlegt. Ach Mann, ich nehme den immer noch mit. So, was sagt die Wahrsagerin? Sind neutral gesinnt, das ist schon mal schön. Wird es morgen regnen? Ach, morgen ist der Blumentanz. Ach, verdammt. Mitnehmen. Muss ich erstmal hier. Und dann können wir mal in die Mine einen Abstecher machen. Die wachsen schön schnell, das ist schön. Das ist doch schön. Mit anzusehen. Da haben wir schon Melonsamen, glaube ich, von Günther. Bei mir ist es immer noch Günther. Da können wir die dann auf jeden Fall gleich als erstes mit an da ansetzen. Einpflanzen für den Sommer. Da freue ich mich schon drauf. Geil, Melone. Hm. Aber Melone, ich habe auch noch eine da. Müssen wir meinen Kühltrank stellen, mal abschlachten. Damit es schön kalt ist. Ach ja. So ein schöner Hochsommer, Melone ist was Feines. Wir haben Post. Hallo, morgen treffen wir uns für den jährlichen Blumentanz. Wenn du einen Partner findest, kannst du vielleicht sogar selbst einen Tanz teilnehmen. Im Westen der Stadt ist eine kleine Lichtung, wo wir den Tanz abhalten werden. Komm zwischen 9 und 14 Uhr, wenn du daran interessiert bist. Okay, wir werden es bis 14 Uhr ausreizen. Denke ich mal. So, ich brauche die Angel jetzt mal kurz. Die Spitzhacke brauche ich. Was brauche ich? Und die eventuell auch. Bin mir aber noch nicht ganz sicher.